Ich sitze heute mit Joachim Werner zusammen hier am Gazi-Stadion bei U7. Und wir wollen halt heute ein bisschen über Mobilität und Stadtbahnverlängerung sprechen und überhaupt ÖPNV und die Themen als Stadtratskandidat, hinter was du stehst. Und vielleicht stelle ich mal selber auch nochmal vor. Ja, guten Morgen, Robert. Vielen Dank für diese Chance, heute mit dir zusammen über das Thema Mobilität zu sprechen. Ich finde es ganz cool, dass wir heute zusammen U-Bahn fahren. Ich bin 37 Jahre alt, komme aus Ostfildernröth und möchte sehr gerne in den Stadtrat in Ostfildern und dort mich einbringen in die Kommunalpolitik. Und du willst mich unterstützen, dass ich nicht mal alleine da drin sitze, gell? Ich wünsche mir ja drei Leute da drin, gell? Genau, ich würde dich sehr gerne unterstützen dabei. Ich habe über die letzten Monate erfahren, wie aufwendig Kommunalpolitik ist. Und ich glaube, das wäre ganz cool, wenn wir als Team dort mehr auf die Straße bringen könnten. Und eins meiner Themen, die mich sehr interessieren, ist das Thema Mobilität. Ich bin ein überzeugter Stadtbahn-U-Bahn-Fahrer und würde gern in diesem Themengebiet der Mobilität mehr tun für Ostfildern, nicht nur in der Bahn, sondern auch andere Aspekte der Mobilität. Und da kann ich auch sagen, da brauchen wir sehr, sehr viel Hilfe und auch Lösungen zukünftig, weil wir haben zwar in Ostfildern schon einen Luxus an Mobilität. Wir haben Stadtbahn, wir haben ÖPNV, wir haben Automobil und Fahrräder auch, ja, wir haben Regiobikes, wir haben alles Mögliche bei uns, aber es ist trotzdem es fehlt noch an allen Ecken, kann man ganz einfach so sagen. Ja. Es ist immer was besser zu machen. Und da können wir heute mal drüber reden, was dein Gefühl so ist. Und ich kann mal schauen, ob ich was aus dem Stadtrat, vielleicht aktuelle Themen mit rausbringen kann. Ja, sehr gern, sehr gern. Ich bin ja selber zugezogener nach Ostfildern und immer schon seit ich hier bin, finde ich diese U-Bahn-Anschluss sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr großer Luxus, dass wir das hier haben. Auch von meinem privaten Umfeld, das ist immer wieder so ein Aspekt, den ich höre, ja, ihr habt es ja gut, ihr habt ja eine U-Bahn. Die haben wir, ja. Ich habe auch das Glück, da nicht weit weg zu wohnen und kann sie im Alltag sehr viel und gut nutzen. Aber Ostfildern ist breit aufgestellt. Wir haben auch Orte, die eben nicht an der U-Bahn angeschlossen sind. Deshalb ist dort auch, sind auch andere Formen der Mobilität relevant. Gerade auch im Aspekt oder im Hintergrund der Klimakrise, des Klimas, darüber nachzudenken, wie können wir auch Mobilität verbessern. Ja, also wir dürfen Ökonomie und Ökologie nie vergessen, das ist klar. Es muss ja für den Mobilitätsanbieter Sinn machen irgendwo. Und es muss ja auch für den Bürgern auch irgendwo Spaß machen und es muss schon einen gewissen Standard haben, denke ich mal. So in der letzten Meile haben wir auch ein Problem oftmals mit Fahrrädern. Wir sollen ja viel mit Fahrrädern auch hinbekommen. Wir haben Regiobike in Ostfildern. Ich weiß nicht, nutzt du selber auch Fahrrad viel oder? Ja, ich nutze es tatsächlich, aber nicht in der Mietversion. Also ich habe eigenes Fahrrad, auch ein E-Bike jetzt. Mit den Kindern fahre ich viel, auch in Ruid natürlich nur, aber da nutzen wir das sehr viel und sehr angenehm. Aber das finde ich gut, ja, dass wir als Stadt investieren. Die Frage ist, inwiefern das bereits von den Bürgern auch angenommen wird. Das kann ich nicht so einschätzen. Ja, also der Kritikpunkt ist hier, wir haben zwar Regiobike und da kann man auch an den Stationen laden, die sind aber sehr zentral gelegen immer. Also ich kann nicht von zu Hause einfach ein Rad in der Nähe mieten, sondern ich muss an die Mietstation gehen und muss dort dann ein Fahrrad holen, wenn ich eins von denen haben möchte. Wenn ich ein eigenes E-Bike habe, haben wir kaum Ladestationen oder gar keine Ladestationen für diese. Da kommt auch die erste U7 jetzt. Ja. In die falsche Richtung, genau. Warten wir noch eine. Die E-Bikes, wenn du ein eigenes hast, hast du kaum Möglichkeiten, es zu laden dort unterwegs. Das ist vielleicht nicht mal so schlimm, weil die Distanzen sind zu machen. Aber wir haben auch ein Problem zum Beispiel an den Haltestellen. Wenn du jetzt umsteigen möchtest auf die Stadtbahn, haben wir eine hohe Diebstahlrate. Also je teurer die Fahrräder werden, je gerne und lieber werden die auch geklaut. Ja, das ist sicherlich ein Problem. Ich selbst habe ein neues Fahrrad, weil mir mein altes Fahrrad in der Großstadt geklaut wurde. Ja, tatsächlich angekettet. Das ist natürlich nachvollziehbar. Ja, das höre ich öfters. Gerade teure E-Bikes, dass die jetzt da
im Diebstahl verfallen. Da sollten wir auf jeden Fall etwas tun. Es gibt ja bereits heute diese Mietboxen an den U-Bahn-Stationen. Genau. Ich weiß nicht, inwiefern die dafür auch geeignet sind, E-Bikes zu laden und wie die angenommen werden. Ja. Also die haben auch Lademöglichkeiten drin. Es sind eher für langfristige Anmietungen gedacht. Also wenn du jetzt Pendelverkehr wirklich sagst, du willst die Bahn nutzen als Pendler nach Esslingen oder nach Stuttgart oder so. Nein, in Esslingen geht es dann nicht. Aber da ist dann eben die Möglichkeit, so eine Box anzumieten. Wird aber tatsächlich nicht ganz so komplett angenommen, wie man es vielleicht gerne hätte. Ja, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, dort in neue digitale Technologien zu investieren, dass man hier mit irgendwelchen App-Anbietern, sofern es die gibt, zusammenzuarbeiten. Dass es auch kurzfristige Miete gibt, dass ich auch eine Übersicht habe, ist eine Box frei, wenn ich jetzt komme oder nicht. Vielleicht kann ich sie kurzfristig vorreservieren. Das wäre sicherlich attraktiv, weil eine Langzeitmiete für so eine Box, die irgendwo an der U-Bahn steht, das ist sicherlich teuer, wenig attraktiv. Und dann stehe ich immer natürlich im Gegensatz zu anderen attraktiveren Mobilitätsformen. Und wenn das dann das Auto ist, haben wir nichts gewonnen. Genau. Also, und so ein Vorschlag ist super, finde ich. Wenn ich wirklich mit per App gucken kann, ist da eine Box frei, kann ich da hinfahren, kann ich die Wegstrecke zur Bahn verkürzen, wäre super. Nicht mal zur Bahn, vielleicht auch kann man das an den Einkaufszentren dann auch schaffen, solche Boxen. Muss ja nicht nur immer die Bahn sein. Also wenn ich zum Einkaufen fahre, muss das Fahrrad ja auch sicher sein und ich darf nicht dauernd überlegen, ist es nachher noch da. Ja. Auf jeden Fall, ja, das ist sicherlich auch komplex an sich. Sehr gute Idee. Vielleicht muss man dann auch noch größer denken und überlegen, ja, beim Einkaufen brauche ich auch Abstellplatz für einen Anhänger. Oder Eltern, die ihre Kinder in die Kita bringen und dann weiterfahren, wo stellen die ihre Anhänger, Fahrradanhänger ab? Sehen wir ja immer wieder, dass das auch stärker genutzt wird und das wäre schon ein wichtiger Punkt. Gut, und ein weiterer Punkt ist ja immer auch der Busverkehr. Der Busverkehr soll ja auch nochmal die Leute ranbringen an die Bahn oder an die Geschäfte, die eben kein Automobil zur Verfügung haben oder die einfach es nicht nutzen wollen in dem Augenblick, die kurze Strecke überbrücken wollen. Wie siehst du es bei uns in Ostfildern? Ich nutze den Bus nach Esslingen. Wenn ich nach Esslingen fahre, dann ist er okay. Relativ, ja, ist schon gut. Es kommt auf die Uhrzeit an. Je später oder je stärker man an die Rush-Hour-Zeiten kommt, desto schwieriger wird es, weil dann der Bus eben unten im Stau steht. Dann ist es schon grenzwertig. Genau, und da wollen Sie auch was ändern bei uns. Es soll jetzt sozusagen Kreisverkehr stattfinden, der die Orte verbindet. Unsere Zwischenorte, also in Ostfildern, Kemnath, Ruid und Scharnhausen, sollen jetzt im Kreis befahren werden, damit die Anbindung auch nach Neuhausen und nach Denkendorf verbessert werden, weil es ist manchmal auch längere Fahrzeiten dann im Augenblick und auch schlecht kalkulierbar oft. Ja. Das stimmt, also auch überregional. Denkendorf, Neuhausen, das sind Verbindungen, die sind ja beinahe unvorstellbar, sie zu nehmen. Ich wollte neulich an Fasching nach Neuhausen mit der Family, da kam aber ein kleiner Bus, der war völlig überfüllt, dann sind wir leider nicht dahin gefahren, weil die Kinder da nicht mehr wollten. Von dem her, überregional dort Mobilität anzubieten auf Busbasis wäre schon sehr, sehr attraktiv, denke ich, ja. Gut, und ein Grund, weswegen wir heute zusammensitzen, ist ja auch die Stadtbahnverlängerung. Die U7, U8 soll nach Esslingen durch verlängert werden. Und vielleicht kannst du da was dazu sagen, wie findest du das? Und vielleicht hast du auch ein paar Informationen für uns da. Was würdest du gerne haben? Du musst ja auch immer in die Richtung, glaube ich, beruflich. Ja, genau. Also ich habe vorher gesagt, ich bin Zugezogener und wusste das natürlich historisch nicht, dass es hier mal eine U-Bahn gab nach Esslingen. Und ich finde es sehr schön und spannend, dass es die gab und natürlich traurig, dass sie irgendwann eingestellt wurde und diese aktuelle Diskussion und Analyse, ob wir diese U-Bahn nach Esslingen wieder verlängern kann, finde ich sehr, sehr spannend und auch gut. Ich würde das sehr begrüßen, wenn wir das schaffen können, diese U-Bahn-Verlängerung wieder zu bekommen. Also mein Eindruck ist so, dass ich davon ausgehe, dass die kommen wird. Mobilität sollte immer besser werden. Es wurde ja schon mal ein Anlauf genommen. Damals war die ökologische Seite noch nicht so wichtig. Das Klima war im Punktesystem nicht so vertreten wie jetzt. Und wir können davon ausgehen, dass der positiv entschieden wird.
aber ich schätze mit Auflagen für die Städte, die einen Profit davon haben. Also das heißt, die, die an der Schiene angebunden sind, das heißt Ostfildern und Esslingen auf jeden Fall, werden sicherlich sich irgendwie beteiligen müssen. Nicht unbedingt finanziell, das kann ich jetzt nicht sagen. Ein Teil wird vielleicht zu zahlen sein. Aber hauptsächlich geht es, dass die Anbindung auch lohnenswert ist. Darum wird es gehen. Und da werden bestimmt Forderungen auf den Tisch kommen. Ja, auf jeden Fall. Kosten ist der eine Aspekt. Da bin ich persönlich so eingestellt, dass ich das gar nicht so als Problem sehe. Wenn wir wirklich einen Vorteil daraus haben, werden wir bestimmt auch bereit sein, dort zu investieren. Und die Fördermöglichkeiten sind auch sehr attraktiv. Aber wir sollten eben auch die Gesellschaft in die Diskussion mit einbinden. Wir kennen alle die Erfahrungen, die hier die Region Stuttgart in den letzten Jahren gemacht hat, wenn solche Großprojekte entschieden werden ohne Bürgerbeteiligung. Und es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir hier auch in der Gesellschaft eine Diskussion dazu führen, weil natürlich, es gibt auch Anwohner, die heute an der Bahn wohnen und Veränderung vielleicht für sie nicht die Chance darstellt wie für andere, dann würden auch Bereiche in Richtung Zollberg und Esslingen natürlich Veränderungen mitbekommen, indem sie auch mitnehmen. Also da kann ich vielleicht was sagen. Ich wohne an der Endhaltestelle direkt, bin betroffen, sage ich mal. Und ich kann es nur begrüßen, wenn eine Verlängerung entsteht, weil es wird eine Untertunnelung sein. Das heißt, der Bahnhof wird reduziert nach unten genommen. Inwieweit wissen wir natürlich nicht, aber jede Reduzierung von Geräusch oder Lärm, Emissionen nach außen, ist zu begrüßen. Und gerade eine Endhaltestelle ist auch immer ein Gefahrenpunkt mit Kriminalität und Strafen. Und es hätte die Chance damit, besser zu werden. Also jeder, der da direkt betroffen wird, kann durchaus einen Vorteil davon dann haben. Ja, ist auch ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, den müssen wir auch wirklich herausarbeiten, weil das, was ich jetzt so gelesen habe, ist diese Untertunnelung noch gar nicht so sicher. Also dann ab Zollberg technisch den Abstieg nach Esslingen, der schon, aber ob die Ludwig-Jahn-Straße, also diese Einfahrt nach Nellingen, wirklich untertunnelt wird, automatisch im Projekt, glaube ich, ist noch nicht zwingend gegeben. Da müssen wir in die Diskussion gehen, dass das auch kommt, sofern das sinnvoll für uns ist. Im ersten Blick würde ich sagen, ist sinnvoll, aber kostet natürlich und das muss man auch dann bewerten und dann gibt es Folgeentscheidungen, die auch zu treffen sind. Genau, was für Alternativen gäbe es da gerade mit der Verkehrsführung, weil die Bahn muss ja da weitergeführt werden? Tatsächlich weiß ich das nicht. Ich habe das nur diesen Aussagen entnommen, dass letztendlich aus SSB-Sicht, aus Region-Sicht das als kritischer Punkt angegeben wird, dass die Ostfildener ja dann auch eine Untertunnelung fordern und das natürlich auch nochmal mit anderer Kostenfaktor zu bewerten ist. Robert, jetzt kommt die U-Bahn. Lass uns einsteigen. Genau. So, jetzt sind wir umgezogen, jetzt sind wir in der Bahn und hier ist ein bisschen wärmer als da draußen. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren beim Thema U-Bahn-Verlängerung, ja, und wie das so wird. Und die Frage des Tunnels, Frage der Bedürfnisse, Wünsche der Ostfildener Anwohner. Also da hätte ich tatsächlich auch eine Frage. Für mich gibt es keine Alternative, es gibt nur die Untertunnelung, weil es gibt ja dort Wohnblöcke, die müsste ja sonst an der Straße entlangfahren, so wie früher, in Radien, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass die Stadtbahn da fährt. Das ist eine spannende Sache. Also ich denke, es kann nur die Untertunnelung geben. Sicherlich. Also ich glaube, die Pläne, die man aktuell hat, nach denen auch bewertet wird, die führen im Tunnel in Richtung Zollberg. Und da gibt es sicherlich keine Alternative. Die alte END-Straßenbahn, die ist ja oberirdisch da weitergefahren. Für alle, die nicht von hier kommen, gibt es ja schöne Bilder dazu aus der Vergangenheit. Die Streckenführung ist aber letztendlich ähnlich. Sie wird dann auch in Richtung Nellinger Linde fahren, heißt, es gibt dann die Station dort oben für Mitarbeitende, die bei der Firma Festo arbeiten, vielleicht auch attraktiv. Und dann geht sie weiter in Richtung Zollberg und tritt nach Zollberg in einen Tunnel ein und fährt runter bis Esslingen. Muss dann noch über den Neckar einmal drüber. Ja, einmal mit der Brücke dann nochmal. Es wird bestimmt ein gigantischer Bau schon werden. Ja, aber ich glaube, das ist nicht mal das Thema.
für mich ist auch das Thema eben, wie können wir auch den Nutzen erweitern, weil es kommen ja bestimmt Auflagen an die Städte ran, dass da der Nutzen auch da ist, dass es auch ökonomisch Sinn macht, die Bahn für die SSB und für die Städte, sollen viele nutzen und da gibt es ja verschiedene Ideen dann. Kommunen und Städte gehen meist den Weg der Starkverdichtung an der Schiene, das wird auch immer bei uns propagiert und wie schließen wir aber diejenigen an, die Orte an, die nicht direkt an der Linie sind. Also ich finde das wichtig für mich, dass wir auch denken an Kemnath, an Scharnhausen, vielleicht sogar welche Pendler aus Leinfelden-Echterding oder so, die dann diese Strecke vielleicht überbrücken mit dem Automobil oder anders, egal wie, dass sie einfach Lust haben, umzusteigen und von hier an die S-Bahn zu nutzen. Ja. Richtig, also ich bin erstmal grundsätzlich voll davon überzeugt, dass das eine gute Sache wäre, aber natürlich müssen wir bewerten, warum ist das gut, was bringt das für Vorteile? Ich habe gesagt, aus ökologischer Sicht, wir hatten das Thema Verkehr und Problem Rush Hour in Esslingen, auch mit dem Bus, heißt, das wäre spannend und würde Vorteile bringen, aber natürlich müssen wir sicherstellen, dass da auch möglichst viele Leute damit fahren, dass es auch nachher lohnt. Und das Umland wird da sicherlich eine wichtige Rolle spielen. Wir hatten es am Anfang ja auch von Mobilität, von Fahrradverkehr, aber natürlich haben wir hier Autos und wir Leute nutzen nach wie vor ihre Autos. Deshalb wäre auch das Thema Parken eine spannende Geschichte zu hinterfragen. Kann man in der Nähe der U-Bahn Parkmöglichkeiten anbieten oder kann man bestehende Parkmöglichkeiten auch attraktiv umnutzen? Also unabhängig davon hatte ich tatsächlich auch schon mal den Hinweis gegeben, dass wir ein Parkleitsystem einführen sollten überhaupt. Das heißt nicht digital unbedingt. Viele kennen die Parkhäuser gar nicht. Wenn man als Anwohner weiß man, wo die Parkhäuser sind, aber die es wissen sollten, suchen eher in der Stadt, in einem normalen Parkplatzbereich ihre Parkplätze eben. Wir haben da auch dann oft Probleme, dass halt Dauerparker an Stellen stehen, wo es nicht sinnvoll ist, obwohl Parkhäuser leer sind. Wir haben zwei Parkhäuser, die wirklich Sinn machen würden und da sollten wir mehr drauf aufmerksam machen und es auch attraktiv machen, dass man dort am Wochenende zum Beispiel sein Auto dann doch abstellt oder auch sein Fahrrad in der Box abstellt, sicher irgendwie und die Attraktivität geben, weil wenn das Parkhaus dann noch teuer ist und vielleicht dann noch das Fahrrad geklaut wird, sind ja alles Themen, wo einen dann hindern, diese Distanz damit zu überbrücken. Ja, auf jeden Fall. Also das Parkplatzproblem oder das wenige Angebot an Parkplatz auch in der Innenstadtnähe, wahrscheinlich in allen Teilorten, ist immer eine Herausforderung. Vielleicht kann man die dadurch einfach auch optimieren und erleichtern. Aber auch das Thema Fahrrad. Ich glaube, E-Bike, okay, mit dem E-Bike kann ich auch Berge überwinden mittlerweile. Aber wir sind auf der Filder-Hochebene hier und gerade die Verbindung nach Essling unten hat den Berg drin und da könnten wir schon sicherlich eine attraktive Kombination haben. Aber es muss für die Bürger auch einfach sein, dass diese Kombination, dieses klassische letzte Meile-Thema auch wirklich Anwendung findet. Nicht nur sich gut anhört, sondern dass die Menschen es nutzen. Auf jeden Fall ist das auch meine Meinung in dem Bereich. Wir haben den größten Verkehr, haben wir eigentlich in der letzten Meile innerhalb der Stadt. Die meisten fahren zum Einkaufen und das verursacht den größten Verkehr, das ist nachgewiesen bei uns. Und der Pendelverkehr, der kennt jeder, morgens und abends und in den Hauptzeiten, der belastet uns. Und den müssen wir halt reduzieren und wir müssen die Leute schon dazu bringen, die Attraktivität in der Bahn, im ÖPNV oder mit dem Fahrrad auch zu steigern. Und was gibt es da für Möglichkeiten aus deiner Sicht? Ja, ist tatsächlich so. Ich habe gesagt, ich fahre sehr gern mit der Bahn, schon sehr lange, viele Jahre. Aber natürlich kenne ich auch viele Menschen in meinem Umfeld, die vielleicht ähnliche Strecken haben und es nicht nutzen. Deshalb müssen wir abwägen, was sind vielleicht auch Barrieren, die Leute davon abhalten, mit der Bahn zu fahren. Unabhängig jetzt von dem Wohnort. Ja, das letzte Meile, das eine Thema. Aber die jetzt vielleicht auch schon ganz gut wohnen, wie kann man das attraktiver gestalten? Ich persönlich finde das Ostfildern-Ticket eine ganz nette Option, weil ich zur Arbeit innerhalb der Stadt bleibe und der finanzielle Aspekt etwas unterstützt. Da müssen wir vielleicht auch auf die Bürger nochmal eingehen und gerade die Bahn fahren oder die
an der Schwelle dazu sind, befragen. Ich weiß nicht, ob das die städtischen Umfragen wirklich schon hergeben. Und es gibt gute Verbindungen in der Stadt. Du sagst, wir haben den höchsten Verkehr zwischen den Orten und vielleicht können wir da nochmal irgendwas optimieren. Ja, und zum Ostfildern-Ticket ist auch genau das Thema. Die Attraktivität und Einfachheit. Du musst ja wissen, wo kannst du es ordern. Anfangs ging es nur an den Verkaufsstellen. Also musst du zur Verkaufsstelle gehen, damit du dieses Ticket dir holst. Es sollte am Automaten verfügbar sein. Ich habe gehört, es gibt es jetzt am Automaten. Aber selber finde ich es nicht mehr. Also es gibt es sogar in der App. Jetzt gerade fahre ich nicht mit diesem Ticket, weil wir ja auch nach Stuttgart gefahren sind. Aber wenn du in der App, zumindest in der gelben SSB-App, ich weiß nicht, wie es in der orangenen VVS-App ist. Ich nutze ja auch die orange von Fahrplan in die gelbe zum Zahlen. Die gelbe zeigt dir das dann an, als sagt nur Tagesticket. Du siehst es nicht, dass es so heißt, aber es hat einen günstigeren Preis. Es gilt auch nur als Tagesticket. Gibt es nicht als Einzelfahrt, aber es ist attraktiv. Es macht jetzt nicht den Kohl nicht fett, diese paar Euro, aber es ist dieses bisschen Attraktivität, die es einfach bringt. Und das finde ich gut, einen guten Anreiz, da auch weiterzumachen. Also da wird auch Ostfildern immer weitermachen. Das ist breit im Gemeinderat immer positiv, wird es unterstützt. Und da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Dennoch, ich glaube, das ist nicht immer das Thema Geld. Es ist einfach das Gesamtkonzept und da hoffe ich, dass du viel mit einbringst als Stadtrat, wenn du es schaffst, die Wahlen einfach zu bestehen und dann auch mit reinkommst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil wir müssen für alle Themen bereit sein und unterschiedlich sollten wir unsere Kräfte bündeln. Alleine macht es keinen Spaß, es geht nicht so. Und wenn du dabei wärst, würde es mich freuen. Ja, sehr gern. Ich werde mich dafür bewerben. Ich hoffe, ich kann Wähler überzeugen, dass sie mich wählen. Ich würde sehr gerne mitmachen. Das ist eins von vielen Themen, die ich interessant finde. Was mir am Herzen liegt, ist, dass wir darüber sprechen, dass wir mit den Bürgern in Kontakt treten. Und deshalb finde ich auch diese Form, wie wir sie heute tun, ein kleines Puzzleteil dafür, dass wir mehr Dialog in die Stadt bekommen und uns darüber austauschen, Vor- und Nachteile abwägen. Und dazu würde ich sehr gerne aktiv im Stadtrat mitarbeiten und dich unterstützen. Von dem her, ja, bitte wählt mich. Super. Okay, danke Joachim, dass du Zeit hattest heute für uns. Vielen Dank dir, Robert.